4,9 von 5 Sternen bei 23.000 Bewertungen. So gut schneidet Dragon Ball Daima bei bisher nur 2 Folgen ab. Im Vorfeld gab es viel Kritik von Fans, warum Son Goku und seine Freunde wieder in Kinder verwandelt werden. Doch jetzt, nachdem ich die 2. Folge geschaut habe, Leute, es ist einfach genial. Für mich ist diese Serie bisher eine 5 von 5, eine 10 von 10, eine 100 von 100. Im Gegensatz zur ersten Folge haben wir hier direkt ein neues Intro und es ist ein absoluter Banger. Shenlong erscheint und verwandelt unsere Freunde wieder in Kinder. Und wer sich an Dragon Ball Z erinnert, Shenlong gewährt normalerweise 3 Wünsche. Aber Goma will er nur einen Wunsch gewähren. Das ist der typische Toriyama-Humor. Er spielt mit Erwartungen und macht dann einfach etwas komplett anderes. Also ich musste dabei echt lachen. Shenlong verschwindet und Goma regt sich auf, dass er sich nicht das dritte böse Auge gewünscht hat, das in der vorherigen Folge erwähnt wurde. Unsere Gruppe ist überrascht, weil alle in Kinder verwandelt wurden. Und die bereits Kinder sind, sind Babys. Unglaublich, alle schauen sich unglaubwürdig an. Mr. Satan ist ein Kind, keiner erkennt ihn. Muten Roshi genauso. Mega nice. Unterbrochen wird die Szene von dem eingangs erwähnten Intro und hier können wir sehr vieles raussehen. Wir sehen zum einen die 3 Tamagami, die Dragon Balls der Dämonenwelt bewachen. Und jeder scheint in einem anderen Gebiet zu sein. Den ersten haben wir bereits in der ersten Folge gesehen, der in der Nähe von Gomas Palast ist und ein sehr imposantes Schwert trägt. Der nächste hat einen Poseidon-ähnlichen Dreizack im Arm und scheint in einer Unterwasserwelt zu leben. Hier merken wir wirklich, Dragon Ball Daima wird ein Adventure-Anime sein. Wirklich wie Dragon Ball Classic. Eine neue Welt, ein neues Gebiet. Mit neuen Verbündeten als auch Feinden. Der dritte Tamagami scheint einen mächtigen Hammer zu schwingen und lebt wohl in einem vulkanähnlichen Gebiet. Ich bin unglaublich gespannt, wie es weitergeht. Im Intro haben wir einige bedeutende Szenen, die mir sogar erst beim zweiten Mal schauen aufgefallen sind. Wir sehen hier imposant im Vordergrund Goma, der neue Dämonenkönig, Degesu und Dr. Arinzu, also die Geschwister des Kaioshin. Im Hintergrund sehen wir Dabura oder einen, der auf jeden Fall Dabura sehr ähnlich sieht und neben ihm ist eine dickere Version von ihm, also wahrscheinlich sein Vater. Daburas Vater wurde auch schon erwähnt, wurde angerissen. Also ich bin überzeugt davon, dass wir eine Rückblende von ihm und seiner Familie sehen, weil seine Linie das dritte Auge, dieses dritte böse Auge weitergibt. Beide tragen teuflisch aussehende Hörner, passend zu ihrer Position im Dämonenreich. Ich habe einen langjährigen Kumpel, der auch Dragon Ball Fan ist, aber der gar keine Lust auf Daima hat, weil alle wieder Kinder sind und der spielt nach Z, aber vor Super. Diese ganze Prämisse stört ihn. Aber schaut euch mal dieses Bild an, das im Intro erscheint. Wir sehen Son Goku mit seinem Nyoibo, also seinem Mönchstab, auf der Jindujun. Nicht als Kind, sondern als Erwachsenen. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Hauptcharaktere nur am Anfang der Serie Kinder sind und im Laufe der Handlung wieder groß werden, bevor das Ende eintritt. Also wir werden auf jeden Fall Action sehen von erwachsenem Son Goku, Vegeta, Piccolo etc. Ich bin auch sehr gespannt, wie unser Kaioshin reagieren wird, wenn er seine Geschwister sieht. Akira Toriyama erwähnte vor langer Zeit, dass die Kaioshin von einem Baum geboren werden. Die aus einer goldenen Frucht hervorgehen, werden zu Kaioshin. Die aus einer nicht goldenen Frucht geboren werden, landen im Dämonenreich. Höchstwahrscheinlich hegen sie deswegen einen Groll gegen unseren Kaioshin. Der mega putzige Dende wird von dem Trio aus dem Dämonenreich entführt und lassen Mr. Popo zurück. Sehr interessant sind 2 Dinge. Zum einen, seine Hörner. Jetzt wissen wir, was unter seinem Turban versteckt ist. Und zweitens, schaut euch Mr. Popos Weste an. Fällt euch was auf. Es hat nicht die gleiche Farbe wie im Anime damals in Dragon Ball und Dragon Ball Z, sondern ist vom Farbdesign am Manga angelehnt. Denn Toriyama hat einige Farbartworks gemacht zu seinem Manga und da hat Mr. Popo genau diese Weste, was wieder zeigt, dass die Serie wirklich am Manga angelehnt ist, weniger am Anime. Im Vorfeld gab es auch einige Leaks, die einen Charakter zeigen, der ähnlich aussieht wie Mr. Popo, der aber nur ein Horn hat und eine blaue statt schwarze Hautfarbe. Wahrscheinlich ist das einer von Mr. Popos Clan, Rasse. Mit Sicherheit kommt Mr. Popo genauso wie die Namekianer aus dem Dämonenreich. Das würde einfach zu 100% Sinn ergeben. Über Mr. Popos Vergangenheit wissen wir so gut wie nichts und das ist die perfekte Gelegenheit, mehr von ihm zu erfahren.
Shin, unser Kaioshin, sagt, dass man sich nicht so einfach ins Dämonenreich teleportieren kann und da nicht zu mir, nichts dir, nichts hinfliegen kann. Außer man hat ein gewisses Fahrzeug dafür. Nun kommt ein sehr, sehr spannendes Detail, weil er sagt, dass er mit einem Raumschiff in unsere Welt gekommen ist. Nun ist die Frage, dieser Baum, von dem die Kaioshin geboren werden, liegt er im Dämonenreich? Es wird hier in dieser Episode erwähnt, dass Wesen mit spitzen Ohren aus dem Dämonenreich stammen. Nicht alle, aber zu einem großen Teil. Bulma schaut sich natürlich das Raumschiff an und versucht es wieder in Schuss zu bringen. Die Leute, die sich beschwert haben, dass Dragon Ball Super damals so schlecht animiert, gezeichnet oder einen komischen Artstyle hatte, die sollten jetzt für immer schweigen, weil schaut euch mal dieses Panel an, diese Lichtverhältnisse, diese Szene, wie das Dämmerlicht langsam auf die Charaktere drauf schimmert. Der Film Dragon Ball Super Broly war animationstechnisch mit das beste Werk aus Dragon Ball, aber Daima gefällt mir fast noch ein bisschen besser. Große Action-Szenen gab es bisher nicht, aber allein die Farben und der Lichtfall und diese ganze Stimmung, es ist einfach großartig. Sowohl Vegeta, Piccolo und Son Goku merken, okay, ihre Minikörper, sie müssen sich erstmal dran gewöhnen, es ist schwierig, damit zu kämpfen, zu bewegen. Deshalb kommt Son Goku auf die Idee, seinen Nyoibo, seinen Mönchstab zu holen, der nicht mehr bei Meister Quitte, sondern einfach bei Muten Roshi als Wäscheleine dient, als Wäscheständer oder Stab. Das ist wieder ein Beispiel von Toriyamas Humor. Und so schließt sich der Kreis, weil der Mönchstab ganz ursprünglich bei Muten Roshi war, der an Opa Gohan und dann an Son Goku weitergegeben wurde. Beim Abendessen werden unsere Helden von einem mysteriösen Gast überrascht und sie fragen sich erstmal, wer das ist, spüren aber keine böse Energie. Es ist allseits bekannt, dass Toriyama ein riesiger Star Wars Fan war und damals am Anfang seiner Manga-Karriere auch einige Star Wars Parodien gezeichnet hat. Müsst ihr mal lesen, ist sehr witzig. Und der neue Charakter, der hier eingeführt wird, erinnert sehr stark an Han Solo. Denkt mal dran zurück, Han Solo hatte Stiefel an, er hat ein Holster, wo man seine Waffe reinlegt und eine Cowboy-ähnliche Weste. Und der neue Charakter, Glorio heißt er, so wie diese Folge hier heißt, sieht sehr ähnlich aus. Also meines Erachtens ist halt wirklich auch so ein Draufgänger, Bad Boy aber mit dem Herz am rechten Fleck, das Gefühl habe ich. Er erzählt der Gruppe Z, was vor sich gegangen ist und will sie mit ins Dämonenreich nehmen. Und hier bewahrheiteten sich alle Leaks, die wir schon vor 1,5 Jahren bekommen haben. Damals, als die Serie noch angeblich Dragon Ball Magic heißen sollte, wurde gesagt, dass Son Goku und der Kaioshin Abenteuer erleben werden zusammen. Und das sehen wir, weil die beiden werden mit Glorio zusammen ins Dämonenreich reisen. Vegeta möchte natürlich mitkommen, aber es wird gesagt, es ist nicht genug Platz im Raumschiff. Was hier ein sehr gutes Element ist, ein Story-Kniff, um die Gruppen zu trennen, weil gleich im Abspann, wo ich gleich drauf eingehen werde, sehen wir, wie die Gruppen wieder zusammenkommen. Das heißt, Gruppe A, Son Goku, Kaioshin, Glorio gehen ins Dämonenreich. Gruppe B schließt sich später an. Werden wahrscheinlich an irgendeinem anderen Punkt landen, verschiedene Abenteuer erleben. Also die Handlung wird gesplittet sein, Gruppe A, Gruppe B. Und später werden wir sie wieder zusammentreffen. Und gesplittete Handlung, das hatten wir in Dragon Ball nicht so oft. Ich bin richtig aufgeregt. Ich freue mich, das zu sehen. Neben einem Intro haben wir auch ein Abspann serviert bekommen, der unglaubliche Bilder liefert, unglaubliche. Wir sehen verschiedene Ecken aus dem Dämonenreich. Hier in dieser Episode erfahren wir auch, es gibt einen König aus dem dritten Dämonenreich. Da muss es auch eine erste und eine zweite Welt geben, vielleicht auch eine vierte. Und ich vermute sehr stark, dass sich die einzelnen Dragon Balls in diesen verschiedenen Reichen des Dämonenreichs oder der Dämonenwelt befinden. Interessant ist auch das Aussehen dieser Dragon Balls, weil sie sind viel größer als in der mechanischen und leicht transparent, die leuchten magisch. Und rein von der Lore, wie erfahren, sind diese Dragon Balls deutlich älter als die namekianischen, weil Neva im Dämonenreich zurückgeblieben ist, um diese Dragon Balls zu beschützen. Piccolo erwähnt auch, dass die Namekianer sich ungern beherrschen lassen. Vielleicht finden wir noch den einen oder anderen Namekianer, ansonsten wird Neva der einzige sein im Dämonenreich. Wir sehen verschiedene Ausschnitte, ein Mini-Planet, der aussieht wie der von Meister Kaio, mit interessanten Wesen drauf. Unsere Gruppe fliegt auf irgendeinem Utensil, auf irgendeinem Stock umher. Also ich habe voll Bock auf dieses Abenteuer. Eine Szene erinnert leicht an Dragon Ball GT, wie die Gruppe einfach am Wasser chillt, da was macht, angelt. Und wir sehen auch, dass Bulma dabei ist, Piccolo, Vegeta, also diese Gruppen werden sich finden. Auch ein mysteriöses Dämonenmädchen ist dabei. Was es mit ihr auf sich hat, werde ich in den nächsten Videos erklären. Und es wird ein großer Fisch gebraten. In jeder Dragon Ball Inkarnation muss ein großer Fisch gebraten werden. Wir erinnern uns, Son Goku hat das gemacht, damals Yajirobe hat das gemacht. Das bisher unbekannte Dämonenmädchen
Mädchen hat auch einen Radar in der Hand. Mit Sicherheit ist es ein Dragon Ball Radar, den Bulma gebastelt hat, weil wir wissen, sie ist einfach die Schlauste im Dragon Ball Universum. Geschlossen wird diese Episode mit einer Vorschau zur nächsten Folge, die Daima heißt, passend zur Serie und einem Drachen, der da umherfliegt, und ich will diesen Drachen sehen. Alles in allem hat diese Folge sehr Spaß gemacht. Ich wollte nicht, dass sie endet und dass unsere Hauptcharaktere wieder in Kinder verwandelt werden. Das stört mich gar nicht mehr, gar nicht. Ich habe euch doch von diesem Kumpel erzählt, der keine Lust hat, Daima zu gucken, weil alle wieder Kinder geworden sind, aber er es mit seinem Neffen schauen will und mich gefragt hat, ob das mit der deutschen Synchro daherkommt. Bisher ist nichts bekannt, die Serie ist auf Japanisch mit deutschem Untertitel, aber sogar er, der nicht so viel Lust drauf hat, der würde das seinen kleinen Familienmitgliedern zeigen. Ich würde das genauso tun, weil das ist der perfekte Einstieg zu Dragon Ball. Meine Generation Ü30, die fühlen, bluten, atmen Dragon Ball und Dragon Ball Z. Aber die jüngere Generation unter 20, sehr viele haben das gar nicht geschaut. Oder die 6-, 7-, 8-Jährigen, so mein Alter, als ich mit Dragon Ball angefangen habe. Das ist der perfekte Einstieg, nochmal dafür, weil ein Kind kann sich am besten mit anderen Kindern identifizieren. Wie fandet ihr die Folge 2 von Dragon Ball Daima? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Im Laufe der Woche werden noch einige Videos zu dieser Folge erscheinen. Deswegen lasst Abo da, wir hören uns und sehen uns im nächsten Daima-Video wieder. Haut rein!